Nach eurem Gespräch mit Rondirei Leuentreu, der hochschwangeren Witwe von Rondrasir Löwenbrand, seid ihr am 14. Raja aufgebrochen. Statt den direkten 15 Meilen durch die Berge müsst ihr nun einen Umweg wählen, der euch ganze 3 Tage kostet. Auf eurem Weg durch die Bergpässe gab es wenig zu sehen. Die Dörfer waren verlassen und geplündert. Eure spärlichen Vorräte gehen demnächst zur Neige und ihr müsst bald selbst jagen gehen. Dann, am 17. Raja, liegt zur 11. Stunde des Tages Romulus vor euch. Schon von weitem konntet ihr die Rauchfahnen sehen. Mit jedem Schritt könnt ihr mehr und mehr erkennen und die aschegeschwängerte Luft wahrnehmen. Der Dergel fließt wieder vor euch, mehr als 100 Schritt breit. Starke Mauern und Türme ragen aus dem hügeligen Land. Der Fürstenpalast mit seinem Geierbanner verhöhnt die Stadt. Trümmer am Norden verheißen nichts Gutes. Romulus ist gefallen und liegt untot vor euch. Und so beginnen wir. Irgendwo abgehockt zwischen ein paar Felsen, wenige Meilen vor den Toren nach Dapazien. So, das ist es also, hm? Sieht furchtbar aus. Ja, der lebendige Stadt sieht wahrlich aus. Das Banner ist an sich schon eine Dreistigkeit. Wir können wohl sicher gehen, dass der Palastberg gefallen ist. Nun. Erst einmal werden wir Beobachtungen anstellen müssen. Ob wir von hier aus Truppenbewegungen erkennen und so weiter. Ich kann mich darum kümmern. Vielleicht, wenn man blickt über die Schulter. Und vielleicht erfährt Boltax ja etwas von seinen Geistern, aber wie ich die Naturzauberer kenne, sollten wir uns darauf nicht verlassen. Na, hätte er nicht gehen können, nachdem er uns in die Stadt schmuggelt. Und du weißt ja, wie die sind. Wenn ihre Geister rufen, dann müssen sie gehorchen. Wird schon seine Gründe haben. Denke bei Druiden so ähnlich. Wenn der Wald von ihnen verlangt, dann lassen sie alle stehen und liegen. Also der Plan steht aber noch. Wir greifen zuerst. Verdammt, wie hieß dieses scheiß Stadtteil nochmal? Neuromilis. Danke, aber mir. Neuromilis zuerst an, richtig? Nicht angreifen, hinein gelangen. Unauffällig. Nun, zunächst einmal müssen wir mehr darüber wissen, aber es erscheint mir am sinnvollsten, Neuromilis im Handstreich zu nehmen, wenn dies geht. Von dort aus können wir ungehindert in die Stadt übersetzen. Nun, es sollte wohl nicht zu schwer sein, hineinzukommen. Wenn jemand aufpasst, dann werden sie eher darauf aufpassen, dass jemand hinauskommt. Also, wenn ich das jetzt nicht falsch verstanden habe, ist da ein Wassergraben und eine Stadtmauer. Habt ihr denn einen Weg, darüber zu kommen? Außer Schwimmen und Klettern? Und wenn sich abseits des Flusses ein Boot oder zwei beschaffen lassen, könnten wir im Schatten der Nacht hineintreiben und dort an Land setzen. Könnten wir nicht bei einem Bauernhof uns unauffällige Kleidung besorgen? Und dann sagen wir, wir sind die Einzigen, die in eine belagerte Stadt wollen, weil wir wollen noch abgeschlachtet werden? Nun, der normale Betrieb einer Stadt geht normalerweise weiter. Während einer Plünderung? Also, ich weiß nicht, ob die Stadt geplündert wird oder ob sie nicht einfach nur eingenommen wurde. Es ist davon auszugehen, dass jeder auf der Seite. Also, das sind doch Söldner, die den dunklen Herren dienen. Ich denke schon, dass die plündern werden. Jedenfalls ist davon auszugehen, dass jeder auf der Dapat abgelegenen Seite der Stadt geflohen ist, dass es hier anrückte. Zumindest die außerhalb der Stadt gelegenen Bauern. Zumindest sollten wir uns unauffällige Kleidung besorgen und nicht in unserer jetzigen Montur herumlaufen. Habe mir, wir werden nicht mit irgendwelcher abgestandenen Trickserei uns in die Stadt schmuggeln. Nun, wir nehmen sie im Sturm! Ich muss Abel mir irgendwie zustimmen. Mit meiner doch schon leuchtend roten Rüstung ist es vielleicht ein wenig sehr auffällig. Dürft ihr euch überhaupt verkleiden, euer Gnaden? Nun, die Verkleidung als bewusste Täuschung ist natürlich eine Lüge durch die Tat. Sich, wie Karin nur denke ich, ansprechen wollte, ein wenig mattere Kleidung anzulegen, damit man nicht bis an den Horizont funkelt, ist wohl kriegstaktisches Geschick. Also wahrlich, welcher der Zwölfe würde uns bitte verbieten, einen langen und sehr festen Regenmantel anzuziehen, um uns vor dem Wetter zu schützen? Ich hatte jetzt einfach nur angenommen, dass ihr euch als Bauern oder sowas verkleiden wollt. Nun, dies steht natürlich außer Frage.
Das wäre gar nicht standesgemäß. Das wäre, wie Grafim sagt, allem anderen zum Trotz auch eine Hochstapelei. Tiefstapelei? Niemand, der geistig gesund ist, tut so etwas. Das ist nicht Niederstapelei, weil wir eigentlich was Besseres sind? Jedenfalls ist es das Vortäuschen eines Standes, dem man nicht angehört. Im Herrn Praios gefällt dies nicht. Wie ich hoffentlich nicht erwähnen muss. Also, jetzt mal angenommen, die Stadt öffnet uns nicht die Tore, weil sie gerade geplündert, belagert, neu eingenommen wurde, wie auch immer. Wie kommen wir dann in die Stadt? Bote. Bote, okay. Und woher nehmen wir diese Boote? Wir legen an, in der Stadt. Und es gibt eine Vielzahl an Anliegern und Fischerhütten entlang des Darpats. Die werden alle verlassen sein, aber ich nehme an, das ein oder andere Boot wird sich noch dort finden lassen. Und sei es nur ein Floß. Wollt ihr denn, dass ich als Vogel über der Stadt fliege und etwas spähe? Vielleicht kann ich ja was rausfinden. Alternativ bleibe ich natürlich auch bei euch. Das ist jetzt ganz euch. Wenn ihr das Risiko ertragen könnt, wären wir euch zutiefst verbunden. Das könnte gefährlich sein. Wir wissen nicht, was für Dämonen sie in ihren Diensten haben. Naja, ich bin jetzt schon über dem Schlachtfeld in Verheim geflogen und ich bin natürlich auch schon in Kerschel Tarif geflogen. Ich gehe davon aus, dass es gefährlich ist, gerade wenn sie Asmodeus angehören. Magister, wisst ihr genau, zu welchem Orden Asmodeus gehört oder welchen Erzdämon er verehrt? Ich vermute und spekuliere darauf, dass er dem Kult des ewig Rastlosen verfallen ist. Ja, das habe ich mir gedacht. Dann wird das besonders gefährlich für mich. Also zumindest wenn sie die dazugehörigen Dämonen aus den Sphären beschworen haben. Haben wir uns eigentlich schon vergewissert, dass hier keine Dämonen sind? Wir können wohl davon ausgehen, dass hier Dämonen sind. Ich werde auf jeden Fall Dämonen sein. Wenn solche vorhanden sind, dass man sie, zumindest die Furchteinflößenderin in der Rückhand hält, um das Söldner nicht zu verunsichern. Ich erwarte hier nicht unbedingt zum Kampf geeignete Dämonen, aber solche, die Zwietracht säen, auf jeden Fall. Ich denke, er wird einige dabei haben, um seine eigenen Söldner einzuschüchtern. Nicht, dass sie frech werden. Wenn ich mich nicht irre, springen auch die Karakilim dieser Domäne. Exakt schnell. Also sonst kann ich euch vom Boden aus Deckung mit dem Bogen geben, aber gegen Dämonen wird er nicht so viel ausrichten. Vielleicht solltet ihr nicht direkt über die Stadt fliegen, sondern um sie herum. Mit dem Bogen? Ich hatte schon vor, mehrere hundert Schritte über der Stadt zu fliegen. Selbstverständlich, aber sollte sich auf eurer Rückreise eine Verfolgung ergeben, könnte dies ausreichen, um Verfolger abzuschütteln. Meiner Meinung nach sollten wir uns nicht trennen und gar einen solchen Spähflug, das könnte uns gar ankündigen. Und doch müssen wir wissen, Jaras. Wenn Vinandus weiß, ist das Wissen die halbe Schlacht. Aber es gibt andere, verstohlenere Wege, an Wissen zu kommen. Da habt ihr natürlich recht. Also, ich kann natürlich fliegen. Das würde vielleicht uns ankündigen. Ein Paradiesvogel ist natürlich etwas auffälliger, aber gehen wir einfach mal davon aus. Wir wollen über den Fluss und Boltax ist in die Berge gegangen, um mit den Geistern zu sprechen. Das heißt, wir können nicht durch den Fluss durchgehen. Das heißt, wir brauchen ein Boot und müssen von Neuromelis uns zum Flusshafen durchkämpfen. Es wäre ein Plan. Da Neuromelis leicht zu verteidigen ist und relativ klein, können wir es, wenn wir geschickt vorgehen, von seltenen säubern. Naja, aber ihr habt doch eben gerade selber gesagt, es ist gut zu verteidigen, also auch gegen Angreifer wie uns. Es ist gut, gegen die andere Flusshälfte zu verteidigen. Ich denke erstmal, wir sollten Neuromelis befreien, uns da umsehen, weil wir da Informationen sammeln über den Rest der Stadt. Wie wir dann in die Stadt kommen, müssen wir dann schauen. Wenn sie natürlich die ganze Flussseite besetzt haben mit Bogenschützen, fahren wir da nicht mit Booten rüber. Also, wir sind jetzt 6 Leute und ein Eisbär. Und wir wollen einen Sturmangriff auf Neuromelis. Nein, das wollen wir nicht. Okay. Eine weitere Möglichkeit wäre natürlich, die Darpat-Höhlen zu nutzen und von dort aus den Fluss zu überqueren. Was zum Himmel sind Darpat-Höhlen? Die liegen weiter im Norden, in der Nähe des Ochsenwassers. Sagt man uns doch zumindest. Und was bringen uns diese Höhlen in Romilis? Und es klang so, als käme man von dort aus, ich weiß nicht, in die Stadt, auf jeden Fall auf die andere Seite des Darpat.
Wisst ihr, wie man aus diesen Höhlen in die Stadt gelangt? Nein. Eine Karte? Oder wollt ihr euch ein Jahr die Höhlen auskundschaften? Also dann wäre Mira deutlich größer. Dann wäre sie mehr deutlich hilfreicher beim Angriff. Wenn ihr Vorschläge habt, Adeptus Abelmir, bin ich ganz ohr. Ich würde vorschlagen, wir schleichen in das Stadtteil Neu-Romlis hinein, in welcher Verkleidung auch immer, und probieren von dort aus in die Stadt überzusetzen, mit einem Boot, einem Floß, wie auch immer. Von dort aus benutzen wir die weithin bekannte Kanalisation, um uns ungesehen in der Stadt bewegen zu können. Ja, warum gehen wir dann sowieso in den Stadtteil Neu-Romlis? Weil wir Informationen brauchen. Wir müssen doch erstmal wissen, was da los ist. Ich vermute, ja, aber das ist doch nur ein winziger Stadtteil. Ich glaube richtig, nicht, dass da viel ist, außer irgendwelchen Feldern. Aber da werden wir nicht überrannt. Vor allen Dingen vermute ich, dass die Bewachung dieses Stadtteils geringer wird als in der Hauptstadt. Aber traut ihr euch wirklich in eine Kanalisation hinein? Nun ja, wie es aussieht, werde ich dazu gezwungen und naja. Vielleicht gibt es noch andere Wege. Wie wäre es, wenn wir nun lokale Bauern, die noch in der Gegend sind, befragen? Es gibt immer Schmuggelwege in Städte hinein. Ihr könnt mal gerne eine Sinnenschärfeprobe machen. Je mehr Punkte, desto besser. Wenn ihr irgendwelche Hilfsmittel habt auf Sicht, dann sagt Bescheid. Ja, was hat ein Fernrohr? Hast du nicht angelegt, ja, schade. Ich hab immer eine Gürteltasche, das ist ein kleines Ding. 16 Sterne, so gute 40 Sterne. Marius sieht alles. Du kannst sehen, wie ein großer Ball aus Rauch über die Stadtmauer gerade rüberbricht und dann ziemlich klein auf euch zuschnellt. Wie gesagt, ihr seid noch ein paar Meilen entfernt, also so ungefähr eine halbe Stunde müsstet ihr dann noch gehen. Seid ihr also noch groß in Entdeckung, aber kannst dann eben erkennen, wie der definitiv auf euch zu rast. Angestra, seht da, Tifa? Normalerweise sind diese körperlos, aber wer weiß, was für eine Dämonerei das sein mag. Wir sollten auf jeden Fall in Deckung gehen. Bin ich zurück. Ja, was gibt's denn hier an Deckung? Ja, so viele Steine, viele Felsen, hinter denen ihr euch auch dann verborgen hattet. Hügel, Gras, Sträucher, eine ganze Menge Deckung. Und könnt dann aber auch sehen, wenn ihr euch so ein bisschen zurückzieht, nochmal drüber späht, wie der Ball weiter auf euch zukommt mit einer irren Geschwindigkeit. Und dann könnt ihr es auch erkennen. Es handelt sich dabei wohl um einen Nuncio Volo, der direkt auf Iseron zufliegt. Ihr könnt sehen, wie sich wohl etwas daraus löst. Eine kleine Papierrolle, die rausgeschoben wird und er dann in Rauch und Limbusnebel explodiert. Das war jetzt unerwartet. Ich versuche mal, die Rolle aufzufangen. Habt ihr Freunde in der Stadt? Ich weiß es nicht, aber das ist schon höchst ungewöhnlich, dass dieser so zielgerichtet zu mir kam. Vielleicht eine Nachricht der anwesenden Magier. Immerhin sind es Hellsicht-Magier, richtig. Wenn euch Hellsicht ermittelt haben, muss sie hier sein. Nun, spann es nicht auf die Folter. Was steht drin? Lass es mich einmal aufrollen. Das ist aber gut zugemacht. Ja, du kannst dann nach und nach die Pergamenthülle dann entschlüsseln, öffnen und siehst unbekannte Zeichen, die auf dem Blatt leicht verschwimmen und hin und her huschen. Offensichtlich kryptografiert. Zeig doch einmal her. Das ist aber keine gewöhnliche Geheimschrift. Seht ihr nicht, wie diese Zeichen hin und her huschen? Dann solltet ihr diese Schriftrolle vielleicht analysieren, um das Befehlswort rauszubekommen. Wird dann beim Draufschauen ja schon schwindelig. Ist das Magie, Frau Iserun? Ja, natürlich. Du mach doch mal was Magisches damit. Ist das was Gutes oder ist das was Schlechtes? Nun, angesichts der Verschlüsselung und der Überbringungsmethode. Laufenden Lettern würde ich jetzt eher dem Erzdämon zuordnen.
Aber ja. Warum würde, sollte man uns, sollten uns die Besatzer der Stadt eine Nachricht zukommen lassen, um uns, ich weiß nicht, zu verhöhnen oder so? Warum sollten sie dies verschlüsselt tun? Das würde doch den Zweck zuwiderlaufen. Um uns noch mehr zu verhöhnen? Wenn wir es nicht lesen können, sind wir nicht verhöhnt, dann sind wir einfach nur verwirrt. Ja, das aber geht mir überlege einfach doch, wenn wir die Verhöhnung nicht mal verhöhnt bekommen, dann wissen wir nicht mal, wie wir verhöhnt werden. Es erscheint mir eher wie ein Spaß, den Toxis sich erlauben würde als Asmodeus. Oder wir haben Verbündete, von denen wir nichts wissen. Und ich nehme an, mindestens einige der Magier des Informationsinstitutes werden es geschafft haben. Gerade wenn diese Kanalisation so weitläufig ist, wie er sagt, Abelin. Beim Thema, seht ihr da unten, wo das Wasser braun wird? Ja, ja, ich glaube schon. Nach dem, was man uns sagte, soll sich dort wohl ein Einstieg in den Kanal ergeben. Können wir erstmal nach Neuromalis gehen und uns dann in die Scheiße warten? Das Problem ist, das ist hinter der Festung. Richtig, es ist allerdings auch genau am Fluss. An der Stelle des Flusses, auf der anderen Seite keine Befestigungsanlagen sind. In welche Richtung fließt denn der Fluss und mit was von der Geschwindigkeit? Der Abfahrt fließt gen Praas. Da, wo wir hergekommen sind. Okay. Geschwindigkeit und ist ein Fluss, Raffi. Ja, es gibt ja reißende Flüsse, habe ich gehört, und es gibt nicht so reißende Flüsse. Vielleicht können wir einfach drüber schwimmen. Und ich glaube, die genaue Bezeichnung ist Bach, Fluss, Strom. Von der Größe absteigend, aufsteigend. Sicher, dass ein Strom nicht kleiner ist als ein Fluss. Jedenfalls, Rafim, wir könnten, aber das würde die Menge an Material, die wir mit uns führen können, beschränken. Ja, gut. Die Frage ist halt nur, wenn wir da mit dem Boot rüberfahren, wenn die nicht ganz bescheuert sind, dann werden die schon irgendwie an der, zumindest an den Eingang und Ausgängen der Stadt Wachen postiert haben. Dann müssen wir wohl ein wenig geschickt vorgehen. Wie wollt ihr denn geschickt in einem Boot vorgehen? Also überlegen wir uns, wenn es soweit ist. Das ist doch euer Plan, das wird doch gleich soweit sein. Wir sind noch lange nicht da, Rafim. Noch lange nicht da. Wir könnten uns hineintreiben lassen, hinuntertreiben lassen. Das Boot nehmen, Romlis umgehen und von Norden uns den Fluss heruntertreiben lassen. Bei Nacht. Wir könnten einige Boote besorgen, wenn sich mehrere bekommen lassen. Und diese alle gleichzeitig im Fluss hinabtreiben lassen und uns in einem davon verbergen. Ich wäre schon froh, wenn wir ein oder zwei Boote hätten. Wir werden sehen, was sich vor Ort bekommen lässt. Vielleicht lassen sich gar keine bekommen und wir müssen ein Fluss zimmern. Isarun, ihr braucht zu lange. Lass die Frau zaubern, Abelmir. Was denn? Ich bin ja schon fertig. Das ist allerdings irgendeine komische magische Schrift. Ich vermute, man würde den Xenographus verwenden müssen. Und? Aber jedenfalls ist es wohl nicht dämonischer Herkunft, sondern wir scheinen tatsächlich Verbündete in Romilis zu haben. Tun wir mal so, als würde der Zauber, den du gerade genannt hast, mir nichts sagen. Was macht der Zauber, den du gerade gesagt hast? Das ist ein Verschlüsselungszauber, sozusagen. Oh, das klingt gut. Der Xenographus übersetzt fremde Sprachen in, ich würde es nicht Worte nennen, Bilder, Eindrücke. Er vermittelt den Eindruck dessen, was der Schreiber sagen wollte. Ist etwas kompliziert. Das klingt aber ganz gut. Sollte die nicht eher, wenn es magisch verschlüsselt wurde, es auch magisch entschlüsseln? Dazu benötigte man das Zauberwort, um den Zauber zu brechen. Nun, ich nehme an, ihr kennt es nicht, könnt ihr es nicht herausfinden. Wie gesagt, das habe ich bereits probiert, aber naja, die Romiliser sind natürlich Meister ihrer Kunst und wir nicht ungenügend ausgebildet darin, diese Kunst zu erreichen. Nun, deswegen. Habt ihr die üblichen KGIA-Schlüsselworte versucht? Die üblichen KGIA-Schlüsselworte sind auch mir nicht unbedingt bekannt. Ich kenne natürlich die üblichen der Weißen Gilde und der Pfeile des Lichts, aber mit der KGIA haben wir bedingt zu tun, da es manchmal zu Kompetenzgerangel kommt. Sag doch einfach mal so ein paar einfache Sachen wie Isarun, Spogelsen, keine Ahnung, du kommst aus Spogelsen, wann bist du geboren? Ich meine, er ist ja zu dir geflogen. Kann ja nicht so, wird es ja nicht so schwierig sein. Na gut. Foslarin. Scheiße, das hat nicht funktioniert. Ich betrachte die Rolle. Ja, das war es wohl nicht.
Was ist das eigentlich da hinter der Schrift? Ist das eine Zeichnung? Das sieht eher aus wie eine Art Wegbeschreibung. Vielleicht eine Karte? Ein Boronsrad links unten. Ja, das könnte natürlich sein. Wo ist denn hier das Boronsfeld in Romilis? Da gibt es doch ein riesiges? Und es gibt zwei. Wenn ihr über die Stadt da hinten hinausblickt, seht ihr den großen. Das ist der neue Boron. Ne? Und dann, ich kann ihn von hier aus nicht sehen, aber irgendwo innerhalb der Stadt gibt es noch einen kleineren. Es könnte vielleicht aber auch sich um eine Krypta handeln. Oder sowas. Also nur weil der hat. Oder den Boron-Tempel selbst. Vielleicht hat das irgendwas mit der Kanalisation zu tun. Vielleicht kommt man von der Kanalisation aus ans Boronsfeld oder andersherum. Was sollte denn die Kanalisation am Boronsanger wollen? Sie hat überall Zugänge, denkt ihr nicht? Ja, aber warum am Boronsanger? Naja, auch die Totengräber müssen vielleicht einmal auf den Abort. Vielleicht hat man einen angelegt. Das ist jetzt nichts Dämonisches, oder? Dieser Brief? Nein. Also, das Transportmittel, ja, leider. Wollte uns irgendjemand einen Tipp schicken und den können wir nicht verwerten. Was machen wir jetzt? Wir machen uns Gedanken, was genau es zu bedeuten hat. Ich meine, wenn diese Botschaft wirklich magisch verschlüsselt wurde mit... Ist sie denn magisch? Isaruns, dann wird der Versender hoffentlich daran gedacht haben, dass es möglich ist, dass Isarun die Passphrasen nicht kennt. Ist sie denn magisch, die Schriftrolle? Die Schriftrolle selbst nicht, aber die Schrift darauf. Und ihr habt kein Schlüsselwort gefunden in der Analyse? Nein. Sag doch mal Boron oder Boronsanger oder... Ich weiß nicht, was das andere da darstellen soll. Das sieht aus wie eine Karte, würde ich schätzen. Das würde Sinn machen. Und diese Kringel könnten Ebenenverschiebungen bedeuten. Treppen oder so etwas. Auf oder Abgänge, ja. Könnte ich diese Schriftrolle einmal haben? Sicher, aber zerstört sie nicht. Wenn ihr sie anzündet, zünde ich euch auf. Warum sollte ich das tun? Also, ich meine natürlich auch nicht versehentlich. Oder versehentlich. Was denkt ihr von mir? Wieso wiederholt ihr euch ständig? Das ist... Naja... Egal, lassen wir das. Dreh mal die Schriftrolle um 90 Grad, 180 Grad. Ja, also du kannst sie dir betrachten aus verschiedenen Winkeln. Du wirst nichts anderes erkennen. Also definitiv verschlüsselt mit einem Xenographus. Wenn du die dieses selbst nicht beherrschst, dann wirst du sie wahrscheinlich auch nicht identifizieren können. Also, ich habe den Xenographus. Mensch. Das sagst du jetzt? Das sehen wir hier 3 Stunden wie Vollidioten diskutieren. Wow. Gib doch einmal her. Ich wirke den Kryptographen lassen. Aber wenn die Kryptographe verschlüsselt ist, musst du einfach nur den Kryptographen kennen. Nein, aber das ist ja Xenographus. Kryptographo kann ich ja selber. Bei Xenographus, dann ist Xenographus Schriftenkunde. Gelüsters Rätsel aus meiner Munde. Mal gucken, ob es funktioniert. Dann ist es nicht Kryptographe verschlüsselt, dann ist es Arcanil. Aber was weiß ich bin nur... Xenographus Reversalis. Der Xenographus wirkt ja jetzt. Oh, Xenographus Reversalis, das ist ja geil. Also du schreibst nicht nur in einer fremden Sprache, sondern in einer magischen Sprache, die du ohne den Xenographus einfach nicht lösen kannst. So, Kosten 5 ASP für die geänderte Wahrnehmung. Hast du dir Zeit gelassen oder sowas? Minus 4? Ja, natürlich. Ja, damit das ist gerade so gelungen. Ich muss gerade mal schauen, ob die Wirkung noch irgendwie modifiziert wird. Nee, ne? Hier steht für Schrift, die andere veranwiesen. Menschen kann der Meister 3 Punkte Erschwernis verlangen. 1 Punkt für die Sprache über 18. Komplexität der Sprache minus ZFP Stern. Zion. Also ZFP-Stern wären halt auch schon möglich. Ich muss gerade mal schauen, wie lange. Für die Genette plus Kosten. 1 ASP pro 10 Kampfrunden. Genau. Dann für 10 ASP würde ich dir dann nach und nach viel Konzentration und wenig Ablenkung würde ich dir dann den Inhalt offenbaren. Ja. Also du musst halt 10 ASP einsetzen, weil ne, die anderen lenken dich so ein bisschen ab und bringen dich so ein bisschen aus der Konzentration, aber am Ende kannst du dann mit deinem die Runen beiseite schieben und dann den magischen Blick dann darauf
zumindest für dein Auge, offenbaren. Was machen die anderen in der Zeit? Aufpassen, dass Abel mir nicht kaputt macht. Ich war gerade dabei, ein Feuer anzumachen und das Pergament dagegen zu halten, aber jetzt lasse ich's. Ich schau mal in Richtung Stadt. Kann ich ausmachen, wo dieser Rauchstrahl herkam? Kam der aus Neu-Romelis oder aus Alt-Romelis? Der kam aus dem Norden. Alles, was nördlich des Palastberges ist. Du kannst erkennen, wie wohl auch die Arena, die hattet ihr schon auf der Karte gesehen, die ist wohl auch in Schutt und Asche, in Trümmern. Und alles, was wie gesagt nördlich vom Palastberg zu erkennen ist, ist schwarz, kohlrabenschwarz und da brennen viele Gebäude. Teilweise kannst du auch nicht wirklich Schlachtenlärm, aber Lärm auf alle Fälle von der anderen Seite hören. Irgendwo im Bürgerviertel in Neustadt, also da wird wohl gekämpft, geschrien, gelaufen, gerannt. Geplündert. Doch vielleicht. Straßenkämpfe, vor allem Straßenkämpfe. Also nicht wirklich Plünderung, vor allem Straßenkämpfe. Okay, also der nördliche Teil der Stadt sieht deutlich zerstörter aus als der südliche, zumindest aus der Entfernung. Der nördliche wurde ohne Gegenwehr abgerissen, kann man so sagen. Der ist einfach komplett verheert und im anderen Teil wird immer noch gekämpft. Also das sind jetzt keine viele hundert Soldaten, sondern eher mal hier 10, mal da 10, so würdest du sagen. Das würde deine Kriegerohren würden das dann eben so zuordnen können. Okay, und dann warte ich, was Abel mir da herzaubert. Freunde, ich kann es, glaube ich, lesen. Hier steht, willkommen in Romulus. Achtung, die Kanalisation ist überrannt. Dämonen und Pakte wimmeln im Untergrund. Meidet das Wasser und versucht euch über die zerstörte Brücke zunächst nach Nordosten durchzuschlagen. Danach an den Mauern in die Stadt vordringen. Haltet euch an die Hauptstraße und kommt dann zu uns vorbei. An den Schlangen. Dort bekommt ihr mehr Informationen. Viel Erfolg, Bibliothekarius Siegmann Heisinger. An den Schlangen. Interessant. Stimmt, damit sind die Tempel. Schlangen. Schlangen ist eine offensichtliche Umschreibung für einen Sinnetempel. Es bestünde noch die Möglichkeit, dass ein Feind des Obersliers darauf aufkommt. Andererseits war sie verschlüsselt. Vielleicht hat man sich darum keinen Gedanken gemacht. Ich denke, wir sollten einfach erstmal zur Hauptstraße hinkommen und dann gucken wir, ob wir irgendwas mit Schlangen sehen und dann. Die Hauptstraße, ist das dann die Fürstin Irmegunde-Allee oder? Ich habe keine Ahnung, wie die Scheiße heißt. Wart ihr denn noch nie in Rommel? Nein. Och, also ab und zu fahren wir Alan Werner einfach alle zusammen an der Rommelis. Nein, natürlich war ich noch nicht in Rommelis. Eine dumme Aussage. Warum verlassen wir uns auf eine Horde an Südländern und Schwarzmagiern, das Reich zu retten? Weil eure Versager alle tot sind und Versager sind. Ich würde Vielen das mit Dank, Kiaras. Das entspricht mit Sicherheit eurem Bedürfnis nach Harmonie. Ich würde euch ins Gesicht schlagen, wenn sie nicht wirklich alle tot wären. Könnten wir uns auf die Aufgabe konzentrieren und nicht auf eure kindischen Spielereien. Ja, Herr Schwarzmagier führt fort. Wir sollten uns zu dieser Brücke begeben und der Wegbeschreibung folgen und hoffen, dass sie von einem Freund geschrieben wurde. Welche Brücke ist nun da gemeint? Die zerstörte. Es gibt doch wohl nur eine. Ich denke auch. Die dieser Flussgeist zerstört hat. Im Norden. Ach da hinten. Und wie kommen wir über eine zerstörte Brücke? Und wir wollen an die Brücke, nicht von der Brücke weg. Nicht über die Brücke, nicht wahr? Was sagte der Text noch einmal genau? Achtung, die Kanalisation ist überrannt, Dämonenpakte wimmeln im Untergrund. Meidet das Wasser und versucht euch über die zerstörte Brücke zunächst nach Nordosten durchzuschlagen. Ihr steht über die Brücke. Danach an den Mauern in die Stadt vordringen. Haltet euch an die Hauptstraße und kommt dann zu uns vorbei an den Schlangen.